Guten Morgen, ihr lieben Leute. Das haben wir wieder. Heute der zweite Teil mit meinen Trösterbären. Ich sage es gleich vorher, es geht nur um Bären. Interessieren sich ja nicht alle dafür. Und dann könnt ihr wegschalten, wenn ihr nicht wollt. Ne? Kommt ihr morgen wieder. Morgen gibt es wieder einen Bastelfilm. Ich habe meinen Tee hier. Gleich vorweg. Die Schnitte habe ich nicht mehr gefunden. Ich habe sie vielleicht noch, aber ich kann euch aber mal zeigen, wie sowas ausgesehen hat. Das ist einer der Originalschnitte für einen ganz großen Bären. Hier seht ihr unsere Bären, die hießen Trösterbären. Da hatte ich auch so einen kleinen Stempel für. Das sind Schnitte, die ich selber komplett entworfen habe. Natürlich. Ja. Das ist jeweils, das ist der Kopf, das ist das Mittelteil. Arme, das ist Arme. Trösterbär 2020, ja, den habe ich oben, den kann ich euch da mal zeigen. Das ist ein ganz großer, das sind die Beine, das ist der Körper, das sind die Pfoten, Hände, die Ohren. So sieht das dann aus. Ich habe den oben, der war auch unverkäuflich und der war so teuer im Moher. Den habe ich direkt rausgenommen und den habe ich für mich selber. Und das ist einer von den etwas normal größeren, sage ich mal. Steht da noch irgendwo ein Name? Ich muss ihn mal eben reinfinden. Das sind alles verschiedene Schnitte, auch wenn sie etwas ähnlich aussehen, aber sie sind alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Das habe ich noch gerade wiedergefunden. Aber die Schnitte selber, die ich hatte so einen ganzen Karton damit voll. Also ich habe von ungefähr, ich weiß gar nicht mehr genau, 5 oder 6 Bären hatte ich einen Schnitt. Natürlich habe ich von jedem Bären einen Schnitt, aber den ich verkauft hätte. Und habe, und das war meine Anleitung damals, noch mit der Schreibmaschine geschrieben, ist ja schon ganz lange her. Ne? Dann war da immer ein Foto dabei von dem entsprechenden Bär. Das war die Anleitung, dann kam der Schnitt dazu, ne? Kopiert natürlich, und dann war ein Foto dabei. So, das wollte ich euch mal so als Auftakt zeigen, damit ihr euch mal so vorstellen könnt, wie das so ungefähr aussieht, wenn man Bären macht. So, das lege ich mal hier hin. Wir können heute mal, ich muss aber auch sagen, ich hole die jetzt so aus dem Karton, wie ich sie runtergeholt habe. Ich muss sie also noch mal etwas ein kleines bisschen schick machen. Oh, die haben noch ihre Abalone Sachen um. Das waren 2 so ganz niedliche, die mochte ich auch immer sehr gerne. Und das ist auch wieder so ein gefärbter, selbstgefärbter Mohair. Hoppala, das sieht man immer daran, wenn die Gesichter zweifarbig sind. Denn diese Stoffe kann man so nicht kaufen. Ne? Das ist dann einzeln gefärbt. Ich bin ja ein Blautyp. Ich mache ja sehr gerne Blau. Und die hatten halt so eine große Mütze bekommen, diese beiden. Und dann haben wir gesagt, ja, warte mal, der guckt auch so ein bisschen verzauselt aus der Wäsche. Naja, ist kein Wunder, wenn man so lange irgendwo verpackt liegt, ne? Ja, ist kein Wunder, sag mal. Der hieß Mr. Blue und das war Mrs. Blue. Ach ja, das war dieses schlumpfige Ehepaar. Mr. und Mrs. Blue war das, richtig. Die haben noch Namen. Bei den anderen sind die Schildchen nicht mehr da, da weiß ich einfach nicht mehr. Hallo, meine Liebe, da schauen wir mal wieder. Die mögen sich gerne, Mr. und Mrs. Blue. Die setzen wir mal hier an die Seite. Warte mal, die setzen wir mal so an die Seite. So, jetzt hole ich euch den ersten großen Bären. Der ist wirklich groß. Oh, die Stimme ist ganz eingerostet. Heieiei, hat er sich verschluckt. Das passiert, wenn die so lange nicht benutzt werden. Oh, du bist ja ganz elendig. Fühlst du dich nicht gut? Der hat ein wunderschönes Fell. Ein ganz wunderbares Mohairfell. Ich sag gleich mal, wie groß. Der ist einer der großen. Ich habe viele große Bären gemacht. Ich mache gerne große Bärenleiden. Also ich mache auch gerne kleine, aber ich bin halt jemand, der sehr, sehr gerne große Bärenleiden macht. Und angefangen habe ich mit ausschließlich großen Bären. Guck mal, der hat die Augen etwas staubig. Ich sag, was gibt es doch nicht. Armer Kerl.
Habe ich da noch ein Schild dran? Nein, ist kein Schild mehr dran. Ich zeige euch mal das Gesicht, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet. Oh, das muss ich andersrum machen. Die Füße. Oh, du bist ja richtig elendig, zu Recht. Ach, du liebe Zeit. Fühlst du dich nicht gut? Du armer kleiner Bär. Der hat so eine Kette um. Ich habe schon geguckt, ob ich mein Zentimetermaß irgendwo habe. Ich habe es gehabt, aber glaub nicht, dass ich jetzt das so... Ich habe es vor kurzem noch gehabt, ich weiß es doch. Liegt es denn vielleicht hier oder da? Nein, es liegt nicht hier oder da. Okay, okay. Dann müssen wir uns behelfen. Wir haben ja auch einen Nier. Das ist ja nicht so schlimm. Das sind schon mal 30. Ja, das ist mindestens 45 cm, dieses Bärentier. Der kann sehr gut sitzen. Ich zeige euch das mal. So, sitzt wunderbar. Seht ihr da? Nee, ihr seht mich nicht. Ach du Schande. Ich kann wunderbar sitzen, ganz entspannt. Und habe wieder natürlich Wolle im Körper. Habe eine Brummstimme und einen Stein. Habe große Füße. Diesmal wieder mit diesem, sieht aus wie Wildleder, ist aber keins. So, wie heißt der Stoff noch? War das so edel? So, ich habe keine Ahnung. Wisst ihr, wenn ich was lange nicht mache, vergesse ich einfach die Feinheiten. Ja, das war einer von denen, die ich sehr, sehr gerne mag. Nicht zu schwer, normales Gewicht, nicht extra beschwert. Guck mal, der ist so groß, da kann ich euch den gar nicht von vorne richtig zeigen. So groß bin ich. Ich bin so riesig, ich bin eine riesige Bärendame. Na, ich denke, es ist eine Dame, ne? Hat ja die Kette um. So, meine Liebe, dann weiß ich jetzt auch nicht, wo ich dich jetzt hinsetzen soll. Setz dich mal da ganz hinten hin. Wir haben noch ein... Oh, da ist noch ein Tier mit Stimme. Oh, und Schmuck. Auch eine Dame. Auch, aber die müssen wir mal ein bisschen aufbürsten. Die ist ganz zumpelig geworden. Du armes Tierchen, du. Ein bisschen fein machen, bevor wir dich jetzt allen Leuten zeigen. Ne? Man will ja auch gut aussehen. Guck. Man will ja nicht so... Ach, das war... Bisschen Staub, das ist nichts weiter gewesen, gerade nicht, dass einer denkt, da fällt was daher, ne? Guck mal die Äugelchen. Guck mal das liebe Gesichtchen. Ganz ein liebes Gesichtchen hat sie. Und sie hat Amethystschmuck, hat Ohrringe. Hier auch. Und hat eine Kette mit Amethyst um diese hier. Ja, zeig dich mal. So, die ist genauso groß wie der andere, denke ich. Ist der ähnliche Schnitt, ist fast der gleiche Schnitt. Ist eine ganz, der Kopf ist wackelig, damit er ausdrucksvoller ist. Ne? Das ist immer nicht bei allen, aber bei den meisten bei mir der Fall. Die hat auch ein sehr, sehr schönes Mohair. Ist nicht ganz so lang, aber ist ein sehr, sehr schön leicht gelocktes Mohair. Es gefällt mir auch sehr gut für Bären. Hallo, meine Liebe. Jetzt muss ich dich leider auch schon wieder weggeben. So, setz dich mal zu der anderen. Zu der anderen großen Bärendame. So, jetzt haben wir was ganz anderes. Oh, Spätzchen. Hast du denn die lange Verpackungszeit gut überstanden? Ach du liebe Zeit, dein Kleid ist ja ganz verrutscht, meine Liebe. Das ist jetzt mal was ganz anderes. Hat ihr ein Kleid an? Und hat Blumen im Haar. Ist auch selbst gefärbt. Ne, die von letztes Mal, die blauen, waren auch alle selbst gefärbt. Ich habe das ganz vergessen zu erwähnen. Aber die Mohair-Stoffe sind alle selbst gefärbt. Das kriegt man so nicht hin, sonst wenn man es nicht selber macht. Ihr seht, das Gesicht ist hier ganz hell und wird dann hier dunkler. Das ist ja ein Stück Stoff. Das muss man dann auch passend färben. Und das sind drei Stücke Stoff, die hier aneinander kommen. Und da muss man da schon gucken, dass man die Farben ordentlich hinkriegt, ne? Ja, sie hat weiße Blümchen, sie hat ein weites weißes Kleid an. Guck, sie hat ganz große Füße, die zeigen wir euch mal. Meine haben immer große Füße, ich weiß auch nicht warum. Ich lasse ihr das Kleid an. Sie hat einen ähnlichen Schnitt wie die anderen, ist aber nicht ganz so groß, ne? Ist nicht ganz so groß. Hallo, meine Süße. Hi. Hi. Wie geht's dir? Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Ich messe mal, aber die ist etwas kleiner auf jeden Fall. Das sind 30, ja, die wird so 35 haben. 36. Ja, das waren diese anderen Größen. So, meine Süße.
Setz dich mal daneben mit deinem wunderschönen Kleid. Ich guck mal, ich habe hier so eine Kiste liegen. Ach ja, jetzt kommt wieder ein ganzer Lieber. Den muss ich auch ein klein bisschen aufwürfen, damit der Stadt fein ist. So, aber ist nicht viel. Also es ist erstaunlich, so lange wie diese Tiere hier schon liegen, die Bärentiere. Der besteht aus zwei verschiedenen Moherstoffen, einmal der Körper und der Kopf. Und die Arme und Beine sind aus einem anderen, aus einem gelockten Moher. Und dieser Körper hat so ein bisschen Granulat hier drin und einen Stein natürlich und blaue Augen. Dieser hat blaue Augen. Könnt ihr die blauen Augen sehen? Hallo, hallo ihr lieben Leute, könnt ihr meine wunderschönen blauen Augen sehen? Ich komme mal näher. Ja, das ist einer von denen. Die können zum Beispiel, ich kann das jetzt schlecht in der Kamera zeigen, so ganz entspannt, ja, erstmal machen wir es so. Arme hinter den Kopf. Ich hoffe, ich habe es in der Kamera richtig drin. Und die Füße so übereinander. So können die ganz entspannt locker lässig liegen. Das sieht total lustig aus. Den Kopf kann man dann so schräg machen oder so schräg, je nachdem. Ne? Die können natürlich auch sitzen. Stehen können diese nicht. Aber sitzen. Sitzen können wir wunderbar. Sitzen können wir wunderbar. So, ich sage auf Wiedersehen mit meinen blauen Augen. Und eine hellblaue Nase habe ich. Eine hellblaue Bestickung. Gut, meine Süße, setz dich mal da hinten hin. Ach ja, jetzt haben wir noch hier. Ich bin selber ganz überrascht, was wir alles dabei haben. Die Kiste habe ich schon vor über einer Woche gepackt. Bis dahin habe ich es ja schon wieder vergessen. Selbst gefärbt, natürlich dieser Stoff wieder mal. Ich muss mal gerade das wieder richten. Ich lasse sie jetzt an. Der hat eine kleine grüne Krause um. Das sind so Mintgrüntöne, matte Töne. Guck mal, man muss nur mal so über die Augen. Der hat zum Beispiel so schöne Augen, die ein bisschen umrandet sind, dass das so ein bisschen größere Augen sind. Seht ihr das? Hallo, hallo, ich bin auch, wie heiße ich denn? Der hieß Nandu. Nandine, besser gesagt. Dann hat sie eine Halskrause bekommen und er hat ja noch ein Aventurine-Armband hat sie noch um ein echtes, meine Güte, und einen dicken Bauch. Ich habe einen dicken Bauch. Ich bin immer hungrig, ja. Ich habe immer Hunger, ja. Das ist nun mal so bei Bären. Ich habe immer Hunger. So, kann wunderbar so sitzen, Ärmchen daneben. Hallo, seht ihr mich so? Ja, kann ich wunderbar so sitzen. Den setzen wir mal jetzt zu dem Weißen dazu. Ach ja, was haben wir denn jetzt? Ach, wir haben noch einen blauen. Einen blauen Jungen haben wir noch. Das ist aber definitiv ein blauer Junge. Den muss ich mal ganz kurz ein bisschen entstauben, sehe ich gerade. Der hat so ein bisschen gruseliges Zeugs abbekommen. Aber es ist nicht viel, ihr seht es, es ist nicht viel. Der hat also sein, ist ähnlich wie der Weiße, ne? Ist so ein ähnlicher, ist der ähnliche Denkansatz. Der kann auch so liegen, zum Beispiel so auf der Seite, ganz locker lässig so, ne? Kann ich euch jetzt leider nicht besser zeigen. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wie toll ich aussehe, wenn ich auf der Seite liege, oder? Ja, zeige ich euch mal das Gesichtchen. Das ist er. Hi, ich bin ein blauer Junge. Ich glaube, ich gehöre zur Seefahrt. Okay. Hallo? Dicke Füße und immer schöne dicke Hände. Aber die Füße sind immer das Tollste bei meinen, finde ich. Die haben ganz dicke Füße. Da kann man so richtig. Die gehen so wie bei Genie-Schuhen, wisst ihr so? Gehen so ein bisschen über Eck. Nicht bei allen, aber bei einigen. So, mein lieber Junge, das war's für dich schon. Du musst jetzt leider weiterziehen auf die Seite. Ich habe heute wirklich eine ganz bunte Mischung dabei. Oh, da liegt noch eine ganz elegante kleine Dame. Ausnahme bei mir, ich habe sonst ja wenig bekleidet oder gar nicht bekleidete Bären, das ist sie. Zweifarbiger Moherstoff, so lavendelfarbig, lila, mauve, sowas. So eine kleine altmodische Dame mit einem Hütchen, bitteschön, mit einem Hütchen. Mit einem ganz niedlichen Kleid an. Das ist wirklich eine Ausnahme. Ich habe sonst keine bekleideten Bären gemacht. Aber die passt einfach. Das passte einfach. Dann habe ich erst das Kleidchen bei jemandem gefunden. Ich sage, oh nee, das ist süß. Habe ich nicht selber gemacht. Und den Hut habe ich auch irgendwo aufgekauft. Und also, Madame, könnt ihr sie richtig sehen? So, ne? So ganz schicke ist das hier. Und die Ohren sind gelb. Und die Hände und Füße auch.
und der Rest ist gefärbt. Seht ihr? Verschiedene Farben. Das ist eine ganz süße, finde ich. Die ist nicht so groß, die will ich auch gerne noch mal messen für euch. Die ist nicht ganz so groß. Ich denke so 32 vielleicht. Ja, so 30, 32 wird sie haben. Ja, auf einen Millimeter kann man sich sagen. Hat auch natürlich einen kleinen Wackelkopf. Hallo? Damit kann man nämlich viel mehr machen, als wenn der Kopf so fest sitzt. Da kann man nichts mit tun. So, dann setzen wir die Kleine hier hin. Die kleine Madame. Passt du jetzt auf meinen Tee auf? Und was ist mit Tee? Ich habe noch ein rotes. Oh, der hat aber jetzt ein Dötschöhrchen. Das ist einer von denen, die haben die Lagerung. Muss ich ja doch mal richtig aufkämmen. Hallo, du kleiner. Selbstgefärbter, woher? Seht ihr, die Farbe gibt es sonst nicht. Und der hat ein bisschen, aber das kriegen wir schon wieder hin. Das Öhrchen, das war so ein bisschen platt gelegen. Aber seht ihr, mit ein bisschen Bürstenstriche. Ja, und jetzt auch ein Edelstein. Die hieß, ach ja, das war das Hurra-Baby. Hurra, ich bin ein Hurra-Baby. Warum, weiß ich nicht. Hurra, hier ist das Baby da oder so. Ich weiß es nicht mal, was ich mir da gedacht habe. Auch ein Wackelkopf, klar. Immer Wackelgelenke möglichst im Kopf. Hallo, ich bin da nämlich ganz flexibel. Ich kann überall mit hingucken. Und einen ganz dicken Bauch. Oh, hab ich einen dicken Bauch. Meine Güte. Dicken Bauch haben sie alle. Ich finde Bären ohne dicken Bauch doof. Ich auch. Ich finde Bären ohne dicken Bauch ganz doof. Ich finde die dürren Hippen sowieso nicht so doll. Ich mag lieber etwas dickere, die gerne mal was essen und nicht immer nur hungern müssen. Nein, armer kleiner Bär, bei uns muss keiner hungern. Da brauchst du keine Angst haben. So, jetzt habe ich noch einen. Das ist der allerletzte für heute. Das ist einer von den sogenannten Musterbären. Ein traditioneller Bär. Da kommen noch ein paar mehr beim nächsten Mal. Es gibt mindestens noch einen Teil. Im Abstand, dass es nicht zu viel für euch wird und nicht zu langweilig. Aber das ist einer von denen. Guck mal, der hat auch ganz andere Augen. Will ich euch die Augen vielleicht als erstes zeigen. Der hat so braune Augen mit einer schwarzen Pupille. Sehr ausdrucksstark. Und er hat eine Weste an. Ne? Er hat eine Weste an. Und es ist einer der Musterbären. Naja. Ach, guck mal, die Füße muss ich aber auch noch mal eben drüber gehen, bevor wir dich da richtig zeigen, mein lieber Junge hier. Ja, ich denke, dass das ein Junge ist, ne? Das sieht man eigentlich schon, ne? Ich bin ein großer Junge, der ist normal, die Füße sind normal, seht ihr, nicht mehr so riesig groß, so normale Bärenfüße, normale Tatzen. Die Arme sind anders geschwungen, es ist also ein traditioneller Schnitt. Nicht irgendwo nachgemacht, den habe ich auch selber gemacht, klar. Der ist so 35, denke ich. Ja, naja, so 4,35 wird er bestimmt haben, Zentimeter. Und ist ein ganz Lieber. Ein ganz ein Lieber, hat auch ein wunderschön dichtes Mohair. Sehr, sehr schönes, gewelltes Mohair. Das ist so gekauft und vernutzt. Also diese ganzen bunten Bären, die ich habe. Warte mal, kann ich mich noch mal setzen oder fällt dann hier alles zusammen? Ach nee, warte mal. Die großen muss ich mal eben in die Kiste setzen, damit wir die nicht auf der Erde haben. Das wollen wir nicht. Ja, das waren wieder einmal einige ganz unterschiedliche Bären von meinen. So, mein Lieber, wir setzen dich auch zurück. Geh zu den großen Weiden. So, meine Hübsche. Hast du denn noch einen? Ich glaube, die hieß Rosalie. Das war, glaube ich, Rosalie. Rosalie ist eine ganz süße. Ganz eine süße. Die kann natürlich auch so, wenn sie ein bisschen sich schämt, dann macht sie auch schon mal gerne so. Und dann nimmt sie den Stoff, wie das so kleine Kinder manchmal machen, und macht sich die Augen zu. Ich bin weg, ne? Ich bin dann schon mal weg. Auf Wiedersehen. Ich muss wieder nach oben in die Verbannung. Ja, ich weiß, ihr tut mir auch alle leid. Ich packe mal so ein bisschen wieder zusammen hier. Auf Wiedersehen. Wie hieß denn diese kleine Maus noch? Ach ja, Laila. Das war Laila mit dem lilanen Fell. Das war unser blauer Junge. Wie hieß der blaue Junge? Luftikus hieß der. Das war der Luftikus. Der hat noch einen Namen. Die meisten sind verloren gegangen, irgendwie diese Anhänger.
So, jetzt gehen wir gleich alle wieder nach oben in die Verbannung. Ja, ich weiß es, ich weiß es. Ihr tut es mir auch wirklich in der Seele leid. So, mit denen haben wir angefangen und mit den beiden hören wir heute auch auf. Ich wollte noch dazu sagen, es ist wirklich so, ich habe es mir fast gedacht. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn nicht, aber ich habe nichts verkaufen können, nichts abgeben können. Es wurde mehrfach halbherzig nach Preisen gefragt, die ich öffentlich machen sollte. Das habe ich nicht gemacht, das tue ich nicht. Es gibt Gründe, warum ich es nicht tue. Und weiter ist es nie gekommen. Und ja, es ist so, es gibt noch einen Teil 3, wenn ihr Lust habt, irgendwann in der Woche oder in anderthalb Wochen irgendwann. Da sind nochmal ganz andere Bären. Ganz andere, weil diesmal waren ja auch schon einige sehr verschiedene Arten und Formen und Ausführungen dabei. Farben auch. Es gibt auch noch welche in einem anderen Material, was auch sehr interessant aussieht. Das gefällt mir persönlich auch gut. Und vielleicht zeige ich euch, je nachdem wie weit wir noch kommen, vielleicht in einem vierten Teil die Bären, die bei mir bleiben, immer bei mir bleiben, die bei mir im Schlafzimmer sitzen. Irgendwann vor vielen Jahren habe ich gedacht, nee, also das ist so schade, ich möchte wenigstens ein paar von meinen Bären sehen. Ja, es ist einfach schade, ich kann es auch nicht ändern, ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Ich kann sie nicht verkaufen. Es ist einfach, man braucht nicht drum rumlümmen, sie sind nicht verkäuflich. Ja. Ich habe alles versucht. Ich habe es, wie gesagt, ich habe auch schon mehrfach welche für eine Tombola oder so, für eine Versteigerung gespendet oder für einen karitativen Laden für Tierschutz und solche Sachen. Aber da kann ich jetzt nicht so viele Bären hingeben und die wollen die auch gar nicht mehr haben, weil ich glaube, Bären sind absolut nicht mehr modern. Die kommen wahrscheinlich irgendwann vielleicht nochmal wieder, aber wahrscheinlich nicht, solange ich noch lebe. Und die halten ohne Probleme 100 Jahre. Ne? Das sieht man ja an den alten Steifbären. Wenn man die gut behandelt, halten die auch. Ne? Das ist die gleiche Verarbeitung wie die Steifbären. Das gleiche Mohair von Schulte Mohair. Und das sind die gleichen Augen aus Lauscher. Also es sind die gleichen Materialien. Das Einzige, wo sich es vielleicht unterscheidet, ich habe in meinen Bären Schafwolle drin. Ja, das ist das, was sich da vielleicht unterscheidet. Es geht wie mit all meinen anderen Dingen. Ich bin sehr traurig darüber, dass ich mir überlegen muss, dass keiner diese Bären leiden macht und haben möchte. Und ich habe auch noch eine Puppensammlung, aber die habe ich natürlich nicht selber gemacht. Große Puppen, die will kein Mensch mehr haben. Und aber die Bären, die sind ja nun alles meine Kinder, kann man sagen. Und dann tut das schon im Herz weh, wenn man weiß, irgendwann kommt der Tag, da wird der Container da vor der Tür stehen und dann fliegt alles, was ich jemals gemacht habe, da rein. Es ist keiner mehr da, der es wertschätzt, der das Interesse daran hat. Es wird nie jemanden geben, der sich dafür interessiert. Und das gebe ich ehrlich zu, das macht mich sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und es ist genau das Gleiche mit meinen Büchern, die ich mache. Ich habe so viele Bücher jetzt schon fertig und auch gleiche, da ich ja nicht verkaufe und nicht verkaufen kann. Wird irgendwann der Tag kommen, da stecke ich sie alle der Reihe nach in den Ofen. Ja, ich weiß sonst keinen Rat. Ja, es ist einfach so. Ich habe zum Beispiel eine riesige, große, wirklich große Schmucksammlung von Kirk's Folly. Das sind mehrere hundert Piece-Teile. Und in Deutschland sind die nicht verkäuflich, weil die in Deutschland haben die keinen Markt. Ich habe die aus England und Amerika. Ich liebe den Schmuck sehr. Ihr wisst es, das sind auch die Bären mit den die Engel, waren auch von Kirk's Folly. Ich hatte damals die Genehmigung bekommen, ich dürfte das machen. Aber wie gesagt, die Firma hat dann irgendwann aufgegeben und ist jetzt wieder neu am Start, aber nur in Amerika. Und ich habe keine Chance mehr. Aber ich brauche auch keine mehr. Ich habe ja jede Menge noch Engel für mich selber, für meinen eigenen Bedarf, weil ich habe eigentlich immer irgendwo einen Engel dran, wenn ich rausgehe normal. Ja. Aber wie gesagt, das macht mich immer so ein bisschen traurig, das gebe ich ehrlich zu. Wird vielleicht jemand verstehen, der auch selber irgendwas gestaltet oder irgendwas selber mit seinen Händen herstellt. Also, wenn man weiß, das geht alles in Müll, ich habe auch früher mal ein bisschen gemalt. Gleiche, nie zum Verkauf, nein, das ist das nicht, nur für mich so.
Aber auch da, ne, da habe ich schon ganz viel weggeworfen irgendwann. Das hat keinen Sinn. Man kann es ja nicht. Es ist halt so. Man muss halt das anders sehen. Man hat Spaß daran gehabt, es zu machen. Man hat Spaß gehabt, sie zu haben, eine kurze Weile im Leben. Und vielleicht auch damals Spaß gemacht, mal auszustellen. Auch wenn es nicht super erfolgreich war, das gebe ich ganz ehrlich zu. Natürlich war das eine Erfahrung, die Spaß gemacht hat. Und es war natürlich mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Das muss man mal immer dazu sagen. Das vergessen viele Leute, die auf Ausstellungen, auf Messen gehen, die vielleicht selber nie einen Stand gehabt haben, egal womit. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Im Vorfeld die Sachen herstellen oder auch, als wir noch Steine gehabt haben, die muss man dann besorgen, man muss sie kaufen. Man muss es ja auch alles organisiert haben, man muss hinfahren, man muss aufbauen. Das ist alles anstrengend, ne? Auch bei kleinen Ständen schon. Aber es waren natürlich Sachen, die haben mir damals viel Freude gemacht und ja, dann muss man das halt so sehen, das hat nur, dass der jetzige Moment zählt und eben halt das, was kommt, möglichst ausblendet. Das ist so meine, ich arbeite da dran, was gelingt mir noch nicht so richtig, gebe ich ehrlich zu. So, ich bin noch nicht in dieser Phase der Gelassenheit angelangt, dass mir das wirklich scheißegal ist, was aus allem wird, was ich habe. Ich habe Bücher gesammelt, ich habe da schon mehrere Bücherschränke voll gemacht, aber die richtig tollen Bücher sind noch da. Gleiche Problem, will kein Mensch, wird sie haben wollen später, liest wahrscheinlich niemand mehr. Ja, ich habe zum Beispiel Indianerbücher, ich habe mich eine Zeit lang ja sehr für die nordamerikanischen Indianer interessiert, für die Ureinwohner Nordamerikas und sehr interessiert und ich habe sehr viel Literatur darüber und ich glaube, ungelogen stehen da oben, ich kann das schlecht schätzen, aber ich will auch nicht übertreiben, aber ich denke, 3 bis 4 Meter Buch an Buch an Buch, nur Indianerliteratur, ja. Mhm. Sind auch einige ausgefallene Sachen dabei und viele Sachen gibt es schon gar nicht mehr. Ist auch so ein Thema, interessiert kein Menschen. Ne? Ich habe mich da sehr für interessiert. So geht es mit allen Themen. Okay, bevor wir jetzt noch ganz traurig werden und ich mir wieder den ganzen Tag Gedanken mache, sage ich für heute schon mal Tschüss. Es ist, wie es ist. Man muss das Leben nehmen, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Ne? Es ist einfach so. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Und das nächste Mal machen wir noch vielleicht ein Craft with me oder vielleicht den Flip-Through endlich. Ich weiß noch nicht, wie ich weiterkomme. Muss mal gucken, wie ich schaffe. Ich sage euch alles Liebe, alles Gute. Bye, bye.